Welche Software solltest du als Handwerker auf jeden Fall benutzen, weil sie deinen Arbeitsalltag extrem vereinfacht, deine Kundenbeziehung extrem stärkt und gleichzeitig dafür sorgt, dass deine Mitarbeiter machen, was sie sollen? Darum geht's. Viel Spaß dabei. Software ist ja aktuell ein Riesenthema für Handwerker und es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, was man machen kann und ganz, ganz viele Dinge, die nicht zielführend sind. Wir wollen euch jetzt heute mal die Top-Tools vorstellen, wo wir sagen, okay, die solltest du als Handwerker auf jeden Fall benutzen. Und das Erste, was du auf jeden Fall im Einsatz haben solltest, ist ein sogenanntes CRM, also Customer Relationship Management System. Ja, Customer Relationship Management System klingt jetzt natürlich so ein bisschen hochgestochen. Am Ende geht es darum, du willst eine Software haben, ein Programm haben, wo alle Informationen zu seinem Kunden drinstehen. Das kann eine Branchenlösung sein, das kann aber auch ein generelles System sein. Es gibt da von verschiedenen Anbietern welche die unterscheiden sich in den Branchen Software. Da hast du natürlich hin und wieder nochmal spezifische Eigenschaften zum Beispiel, die jetzt auf bestimmte Branchen abgestimmt sind. Aber was da eben das Entscheidende ist, es geht darum, alle Informationen über einen Kunden in einem System zu haben. Das fängt an, sobald er sich bei dir meldet. Ja, das heißt, der kommt rein über eine Empfehlung, der meldet sich über online, der kommt bei euch in die Ausstellung und so weiter. Das heißt, sobald dieser Interessent da in dein Unternehmen quasi reinkommt, kommt er auch in dieses Kundenverwaltungssystem, kann man sagen. Ne? Wobei genau. Kundenverwaltungssystem jetzt erstmal falsch ist, weil es ist ja noch kein Kunde, sondern erstmal Interessent. Aber auch, wo der Vertrieb startet sozusagen in der Geschäftsanbahnung, da wollen wir diesen Interessenten schon in dieser Software haben. Genau, und du hast ja den großen Vorteil, du kannst wirklich du hast erstmal alles dokumentiert, was abgeht, das ist logisch, das heißt, du kannst zu jedem Zeitpunkt in das System reinschauen, bei den meisten Lösungen auch wirklich von überall auf der Welt aus und kannst gucken, was mit dem Kunden jetzt konkret los ist. Also du hast nicht mehr dieses Thema, dass da irgendjemand mit einer Mappe rumrennen muss. Auf der anderen Seite hast du aber auch die Möglichkeit, wirklich vorzugeben, wie deine Mitarbeiter am Ende diesen Kunden oder diesen Interessenten erstmal bearbeiten sollen. Das heißt, du kannst sagen, okay, dieser Interessent muss die und die Phase durchlaufen, in der Phase müssen die und die Fragen gestellt werden, die und die Informationen gesammelt werden. Und damit stellst du halt sicher, dass nicht der eine Top-Vertriebler der Einzige ist, der alle Infos immer beisammen hat, sondern auch die Leute, die vielleicht jetzt nicht immer an alles denken, trotzdem die Sachen einfach deswegen ausfüllen, weil das vom System so vorgesehen ist, weil es nicht anders geht. Ne? Ja, das Schöne ist eben auch, wie gesagt, wenn der Vertriebler irgendwas besprochen hat mit einem Interessenten und der ruft doch mal am nächsten Tag an und im Büro vorne wird ans Telefon gegangen, dann können die natürlich einfach reinschauen und sehen, okay, als letztes hat der Vertriebler mit dem gesprochen, da wurde über das und das gesprochen und du hast einfach Transparenz und das fühlt sich halt für den Kunden mega professionell an, als wenn du erstmal sagst, ja, da muss ich erstmal zum Herrn Müller gehen und ihre Mappe holen und so weiter und du willst ja als Kunde einfach schnell eine Antwort haben und du willst auch das Gefühl als Kunde haben, dass jeder in der Firma über dich Bescheid weiß als Kunde und das kannst du eben über so ein CRM hinbekommen. Weiterer Vorteil von einem CRM ist, dass du natürlich auch den Vertriebspfad, wie Alex eben gesagt hat, auch vorgeben kannst. Das heißt, es werden natürlich auch immer die richtigen Schritte sozusagen eingehalten. Und das Coole ist, du kannst natürlich dann auch, und das ist ein bisschen fortgeschrittener, dann auch gewisse Dinge in deiner Firma auch automatisch anstoßen. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Kunde einen Termin vereinbart hat für ein Beratungsgespräch vor Ort, ja, dann kannst du zum Beispiel sagen, ich möchte, dass einen Tag vorher der Kunde nochmal eine SMS bekommt, dass morgen sein Beratungsgespräch ist. Solche Dinge, die gehen natürlich. Und das macht dich natürlich als Handwerksbetrieb auch deutlich fortschrittlicher, auch dem Kunden gegenüber, weil bei welchem Handwerksbetrieb bekomme ich schon einen Tag vorher SMS, dass ich eben da ein Beratungsgespräch habe. Und das hebt dich dann eben auch ab. Und wenn der Interessent dann auch mehrere Gespräche hat, dann sagt, ey, hier ist das alles so schön organisiert, ich bekomme hier eine SMS, ich bekomme eine Erinnerung, das ist alles schön durchgetaktet, so im positiven Sinne, dann hilft das natürlich dann auch mehr Umsatz zu machen, mehr Aufträge abzuschließen, weil der Kunde sich einfach auch so professionell betreut fühlt. Ne? Wenn er Rückfragen hat, bekommt er sofort Antworten, er bekommt Erinnerungen und so weiter. Das alles läuft professionell einfach ab, wie man das so von großen Konzernen, großen Firmen eigentlich kennt. Und das kannst du eben als kleiner, in Anführungsstrichen, Handwerksbetrieb auch hinbekommen. Ja, und gleichzeitig ist es so, dass du dich halt extrem unabhängig von einzelnen Mitarbeitern machst. Ich meine, wie oft ist die Situation, du hast einen Vertriebler, oder es mehrere Vertriebler und jeder hat da seine Anfragen, die er bearbeitet, jeder macht das auf seine Weise. Gut, ob das bei dem einen geht es besser oder schlechter, da hat man natürlich auch Standards, die deutlich effektiver sein könnten, die man mit einem CRM schaffen kann. Vor allem ist es aber so, wenn jetzt einer der Vertriebler sagt, ich kündige oder irgendwas anderes passiert oder keine Ahnung, er kommt ins Krankenhaus längere Zeit. Wer weiß jetzt, wen er noch an Anfragen offen hatte? Wer weiß jetzt, dass da vielleicht noch Leute warten darauf, dass er nochmal anruft, nochmal ein Angebot rausschickt oder so? Im CRM werden die immer noch in der Phase Angebote noch rausgeschickt werden. Ihr seht, die sind ja Vertriebler zugeordnet. Der ist gerade nicht da, okay, dann muss es halt jemand anders machen.
Das ist alles komplett transparent und du hast keinerlei Informationsverlust, auch wenn die Person jetzt den Tag nicht da ist. Und das ist ein Thema, wo ich halt weiß, bei vielen Betrieben, wenn der Vertriebler einmal weg ist, und wir sagen, ja, passiert ja nicht, der ist ja schon seit Jahren hier, aber ich habe Situationen erlebt, der war weg und der Betrieb war ein paar Wochen später pleite. Oder nicht mal pleite, aber so unstrukturiert, dass er einfach nichts mehr geschissen bekommen hat und dann ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr handlungsfähig war. Mhm. Und dann hat man die Option, sich extrem runterzuschrumpfen, das halt selber zu machen, so die ganzen Geschichten, oder halt komplett zuzumachen. Und das ist halt, ja, bei denen ging es dann halt in das Komplett-Zumachen über. Das war halt, ja, war halt schade, weil es an sich ein guter Betrieb war. Jetzt nicht gut strukturiert natürlich, sonst hätten wir das Problem nicht gehabt. Mhm. Aber von der Arbeit her und von der Leistungsbereitschaft der Leute her war das halt ein guter Betrieb. Und das ist dann halt sehr schade, wenn es an so einer Stelle scheitert. Und mit dem CRM wäre das halt einfach nicht passiert. Da hättet ihr einfach genau gesehen, was der gemacht hat, hätten reingehen können ins System, hätte der Chef nachtelefonieren können, da wären nicht hunderte tausend Euro weg gewesen, weil einfach, ja, der abgehauen ist und die da, keiner wusste, wo die, was er halt gemacht hat. Ne? Er hat die Sachen halt im Kopf gehabt. Mhm. Das ist immer ganz schlecht. Genau, also CRM ist auf jeden Fall ein Muss, sollte jeder Handwerksbetrieb sich auf jeden Fall organisieren. Wir sind jetzt mit der Zeit doch ein bisschen weiter gekommen, als ich dachte. Deswegen würde ich sagen, wir machen da einfach eine kleine Serie draus. Ne? Stellen wir in den nächsten Videos noch andere Tools vor, die ihr auf jeden Fall braucht. Und CRM ist wirklich ein absolutes Must-Have, alleine um für dich eine gewisse Unabhängigkeit von deinen Leuten, von Einzelentscheidungen zu bringen, aber auch dafür zu sorgen, dass deine Leute einfach einen konsequent und konsistent guten Job machen. Jetzt egal, wie viel Erfahrung oder nicht Erfahrung sie haben, das CRM gibt natürlich das vor.